So, dann wollen wir mal wieder. Also diesmal, wie ihr seht, ist die Flagge hinter dem Flipchart verschwunden. Und es geht um eine ganz wichtige Frage, nachdem ich jetzt gesehen habe, wie viele Kandidaten sich auf Landes- und Bundestagsliste da jetzt eingestellt haben, stellt sich natürlich die Frage, wie um Gottes Willen entscheidet man denn da sich für die Richtigen, außer bei denen, die man selber schon persönlich gut kennt. Es geht also um die Kriterien zur Kandidatenauswahl. Wenn du mich fragst, ich entscheide das aus dem Bauch, nicht wahr? Ich höre mir den an, kriege so ein Gefühl dabei und dann kommt eine intuitive Entscheidung, sage ich halt, der passt. Und so entscheiden die meisten Leute. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Kriterien, also ganze Kriterienlisten, die mit anderen Kriterienlisten zusammen ein sehr komplexes Ganzes geben, die sind ja schon alle da, aber unbewusst. Und deswegen möchte ich heute mal die Gelegenheit nutzen, darüber zu sprechen, welche Kriterien gibt es denn, wie sind die kategorial geordnet und wie kann man da sozusagen, statt nur aus dem Gefühl herauszugehen, auch mal kognitiv etwas bewusster darüber nachdenken. Man kann das grob in drei Klassen gliedern, die Kriterien, die man braucht, um Kandidaten auszusuchen, nicht nur bei den Piraten. Das erste Kriterium, was für mich auch das Entscheidende ist, da werde ich glaube ich auch am meisten dazu sagen, ist, die persönliche Motivation. Was bringt einen dazu, sich hinzustellen und zu sagen, wählt mich, ich möchte nach vorne, ich will nach draußen, in die Öffentlichkeit, in die Parlamente, wo auch immer hin. Ich kann euch gut vertreten, ich will Kandidat sein. Was bringt einen dazu? Was ist die persönliche innere Motivation, in so eine Position kommen zu wollen, so eine Aufgabe zu übernehmen, so eine Verantwortung zu übernehmen, ja, sein ganzes Leben möglicherweise zu ändern, um genau das zu tun. Also was ist die persönliche Motivation? Das Zweite, was ich natürlich gerne wissen möchte von einem Kandidaten, den ich wähle, ist, wie sieht es aus mit seiner Fachkompetenz? Hat er in bestimmten Bereichen welche? Hat er Leute, mit denen er zusammenarbeitet, die ihn da drin unterstützen? Dazu gehört auch, kennt er unser Programm? Davon gehe ich eigentlich mal aus. Kennt er sich im Parlamentarismus aus? Oder schafft er sich zumindest gerade drauf? Also, wovon hat er Ahnung? Wovon versteht er wirklich etwas? Und wie kann er uns als Piraten mit diesem Fachwissen, was er hat, nach vorne bringen und richtig gut helfen? Jetzt gibt es natürlich eine Menge Leute, die haben super Fachwissen, blicken bei irgendetwas tierisch durch, ob das jetzt Geldordnung, Wirtschaft, Soziales, Urheberrechte, was auch immer unsere Themen sind. Aber die Ahnung alleine ist es leider nicht. Und die gute Nachricht ist, die Leute, die tierisch Ahnung haben und die nicht kandidieren, die brauchen wir unbedingt in den Fachausschüssen, wenn wir Leute als Fachleute dazu holen, wenn wir Anträge ausarbeiten, wenn wir auch hochkompetent mit anderen im politischen System kommunizieren wollen. Aber es reicht eben nicht, sozusagen eine reine Motivation, da komme ich noch drauf, was das meint, eine reine Motivation zu haben und sehr fachkompetent zu sein. Gerade in der jetzigen Phase und gerade nach dem, was wir erlebt haben, desaströse Öffentlichkeitsauftritte, PR wurde angemakert von außen, von innen. Die Republik hat auch schon über uns gelacht, was nicht schlecht ist, dann kennen sie uns wenigstens. Aber das, was jetzt wirklich in den Vordergrund kommt und was jetzt auch dann in den Wahlkämpfen, die nach den internen Wahlen folgen, funktionieren muss, ist ein sehr, sehr guter Auftritt als Pirat, für die Piraten in der Öffentlichkeit. Also,
Die Kommunikationsfähigkeit. Die Kommunikationsfähigkeit teilt sich auch nochmal grundlegend auf, natürlich in, wie gut ist dieser Pirat in der Lage, aus der Basis Infos zu holen und da eine Kommunikation aufzubauen. Also wie gut kommuniziert er intern? Dazu gehört meiner Ansicht nach auch ganz, ganz wesentlich, und die Diskussion ist Gott sei Dank in vollem Schwange, der Kommunikationsstil. Eine wertschätzende Kommunikation. Mit wertschätzend ist gemeint, also negativ abgegrenzt, kein Shitstorm, keine Unfreundlichkeiten, keine persönlichen Beleidigungen, aber wertschätzend ist ein tolles Wort. Und eins ist von vornherein klar für mich, und ich hoffe, dass das für die meisten anderen auch so empfunden wird: Wenn wir uns die Arbeit machen, Piraten zu sein, wenn wir uns den Aufwand machen, all dies zu tun, online zu mummeln, zu tun, zu machen, Plakate zu sprechen, zu treffen, zu Wahnsinn, unser Leben verändern, dann ist das wert zu schätzen. Da gibt jemand was von seinem Leben in die Sache, in eine Bewegung, von der unsere Partei ein Ausdruck ist, eine weltweite Bewegung, und da ist ganz viel Herz drin, und dass er das überhaupt tut, ist wert zu schätzen. Wir wollen alle grundsätzlich das Gute. Und wenn einem das klar ist, wenn man jemand anderem gegenübersteht, dann greift man ihn nicht an. Dann sagt man ihm nicht, was er für ein Idiot ist. Sondern hört man ihm zu und fragt sich, wie kommt dieser Mensch, der es grundsätzlich wohlmeint und einen Riesenaufwand treibt, um das hier zu machen, wie kommt er zu der Meinung? Und so ein unreflektiertes, ah, das ist Blödsinn, oder ah, das ist super, ist ein bisschen wenig reflektiert. Also ist für die interne Kommunikation in der Kommunikationsfähigkeit sozusagen als Vorbedingung eine gewisse Gelassenheit eine gute Sache. Eine Gelassenheit in Bezug auf, dass man den anderen erstmal lassen kann, ihm gut zuhört und dann anfängt mit ihm zu kommunizieren, und zwar wertschätzend. Das gilt natürlich auch nach außen, aber nach außen, also extern, da zählt noch ganz was anderes. Da zählt, dass man unter Druck, möglicherweise mit einer Kamera im Gesicht, völlig frei, ohne Skript, überzeugend und vernünftig rüberkommt. Dass man sich mit Leuten unterhalten kann, die völlig anderer Meinung sind, öffentlich, sodass das ganze Publikum merkt, der hat Respekt und Ahnung und am besten hat er auch noch Witz und er ist ein bisschen knallig und ein bisschen frech und er kommt so rüber, dass ein Sympathieeffekt entsteht, dass eine Emotion entsteht, wo sich viele Leute denken können, ah, dafür stehen die Piraten. Das sind nicht nur Leute, die tierisch auf einer Tastatur rumhacken können, und weil wir haben alles bei uns in der Partei. Genau, alles. Ich habe schon so viele unterschiedliche tolle Leute kennengelernt. Sondern was wir jetzt nach vorne stellen müssen, sind Leute, die in der Öffentlichkeit in der Lage sind, zu kommunizieren. Wir unterbrechen für ein kurzes Telefonat. Ich telefoniert. Bevor ich jetzt auf persönliche Motivationen noch etwas ausführlicher eingehen möchte, ist noch ganz wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen, über die inhaltlichen Punkte. Also die Fachkompetenz in Bezug auf welche Inhalte, aber auch die Fachkompetenz in Bezug auf vielleicht das Allerwichtigste überhaupt, was es in den jetzt laufenden Wahlkämpfen und kommenden Wahlkämpfen rüberzubringen gilt, nämlich, was ist eigentlich das Piratige? Wow, schwierig, nicht wahr? Das Piratige ist eigentlich erstmal nichts weiter als so eine Art Projektionsleitwand, auf das jeder das drauf projiziert, was er für piratig hält oder sie für piratig hält. Ich habe gestern eine Fernsehsendung gesehen, da haben sie den Herrn Altmaier, ja, dieser CDU-Politiker, der von uns twittern gelernt hat, so sagte er, den haben sie auch nach dem Piraten gefragt. Das war interessant. Und er meint, der mag uns ja irgendwie, ne? Und er meinte, ja, das Problem, was die haben, ist, die haben es nach diesem Superstaat nicht hingekriegt, rüberzubringen, wofür sie stehen. Also was ist sozusagen der gefühlte
der sozusagen der Körper der Piraten, die Wahrnehmung, was ist denn das überhaupt, was die Piraten sind. Ja? Also bei den Linken, das sind halt die Richtung Sozialismus und Jusos und allen gehört alles, wenn es ganz links ist. Oder die bürgerliche Mitte, wo man SPD und CDU kaum auseinanderhalten kann. Die Grünen, die stehen für die Umwelt. Wofür stehen wir? Das ist natürlich eine Riesendiskussion in der Partei selbst. Und es wird jetzt zu den ganzen Wahlkämpfen, gab es schon, gibt es noch, wird es geben, Diskussionen geben, wie können wir das, wofür die Piraten stehen, kurz knackig so rüberbringen, dass jemand, der am Fernsehbildschirm sitzt oder eine Zeitung liest, kapiert, ah, genau, deswegen kann ich die wählen. Oder von mir aus auch nicht. Also was ist die Vision? Für die Piraten stehen. Da gibt es ja schon ein anderes Video von mir, ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Ich fände es aber wichtig, dass die Piraten, die wir jetzt nach vorne wählen, die ihr nach vorne wählt, wo alle abstimmen, eine reine persönliche Motivation haben, die Kommunikationsfähigkeit nach innen und nach außen und in der Lage sind, fachkompetent Inhalte rüberzubringen, unsere Werte frei, nachhaltig, gerecht und die Vision dafür, wofür wir eigentlich stehen, dieses Ändern des Systems, dieses Update für das System im dritten Jahrtausend, dass wir das rüberbringen können. Dass den Leuten klar wird, die sind nicht gegen irgendwen oder kämpfen da politisch rum, wie die alten Politik 1.0, sondern wir sind eine unterstützende Partei, die der Gesellschaft hilft, in das dritte Jahrtausend mit Internet und elektronischen Medien und jeder darf alles wissen und jeder kann alles veröffentlichen und so weiter. Was macht denn das mit der Gesellschaft? Das sind wir die Richtigen. Wenn das richtig organisiert werden soll, muss man die Piraten fragen. Auch das muss ein Kandidat meiner Ansicht nach rüberbringen. So, was ist es mit der persönlichen Motivation? Da muss man erstmal einer ganz krassen Wahrheit ins Gesicht gucken, nämlich in der Politik geht es um Macht. Das ist der Schmerz, den wir haben, wenn über uns Macht ausgeübt wird auf eine Art und Weise, die wir nicht in Ordnung finden. Also fordern wir Transparenz. Nun, Transparenz ist der Wille zum Wissen, was macht der andere eigentlich da, um ihn besser kontrollieren zu können, einschätzen zu können. Und damit ist auch die Forderung nach Transparenz etwas, wo in Wirklichkeit der Wert Macht dahinter steht. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber in Politik geht es immer um schieb mich, drück mich, wer kann sich wo durchsetzen, können wir unsere Dinge durchsetzen, können wir Schlimmeres verhindern und so weiter und so fort, was jetzt Videoüberwachung oder was auch immer angeht. Also es geht durchaus um das Ausüben von Macht. Das ist erstmal nichts Schlechtes. In Deutsch hat das so eine komische Bedeutung, nicht wahr? Aber auf Englisch Power klingt ganz angenehm. I got the power, hat jeder schon mal mitgesungen. So. Das heißt, Macht an sich, also Steuerung, Kontrolle auszuüben, Transparenz zu schaffen, damit man überhaupt was kontrollieren kann, weil man überhaupt darüber Bescheid weiß und so weiter und so fort, das ist erstmal wertfrei. Die eigentlich wichtige Frage ist, wenn ihr euch die Motivation von Politikern anguckt, ist Macht wozu? Das ist das entscheidende Kriterium. Will einer Macht haben, weil er sich normalerweise ohnmächtig fühlt und deswegen gerne mal auf die andere Seite möchte, wo er mal selber Macht ausüben kann, dann ist er noch in der Kompensation seines Schmerzes. Das sind oft sehr aggressive Revoluzzer und so weiter und so fort. Als Politiker halte ich das für relativ gefährlich. Wozu wird die Macht eingesetzt? In dem Moment, wo die Macht eingesetzt wird für einen selbst, als Selbstzweck, damit man selber die Macht habe oder behalte, ja, wie man das üblicherweise bei, jetzt zum Beispiel bei Hoverreich gerade in Berlin sieht, ne? Macht behalten, um sie zu haben,
um im Control zu sein. Wenn das der innere Antreiber ist eines Politikers, dann bin ich da äußerst kritisch. Die Macht, zumindest meine Meinung, muss, ich sage nicht oft muss, ja, aber die Macht muss eingesetzt werden, um das Gute für das Ganze herzustellen. Und das bedeutet, jawohl, man braucht Transparenz, man braucht Durchblick, man braucht Steuerungsfähigkeiten, man muss Ahnung haben, man muss Netzwerke haben, man muss Kooperationspartner haben, all das, was zur Macht dazugehört. Aber wozu? Um das Gute für das Ganze zu befördern. Also, wie kommt jemand dazu, dass er das Gute für das Ganze befördern will? Die Antwort ist sehr, sehr einfach und hat bei mir ewig gebraucht, persönlich. Das geht nur, wenn man das Ganze mag. Ja, das ist eine Emotion. Wenn man es liebt, mit anderen Menschen zusammen zu sein, wenn man liebt, dass sich Leute frei entwickeln können, wenn man es liebt, dass kein unnötiger Schmerz in der Welt ist, wenn man es liebt, dass nicht irgendwelche Leute hinter schwarz verdeckten Türen irgendwelche schlimmen Daten auswerten, um irgendwelche komischen Sachen damit zu machen. Wenn man es liebt, dass sich das Leben entfaltet, dass wir das Leben genießen können, dass wir gemeinsam miteinander Spaß haben, dass wir tolle Leistungen bringen, dass wir selber steuern können, wo unser Leben hingeht, dass die Gesellschaft der Gesellschaft zurückgegeben wird und die Gesellschaft selber weitestgehend entscheidet, möglichst demokratisch, dafür stehen wir ja, wie sich die Gesellschaft auf eine positive Art und Weise weiterentwickelt. Und das muss man lieben. Da muss man zustehen. Und dann ist man auch einverstanden damit, selber mal ein Stück zurückzugehen, damit die anderen sich besser entfalten können. Dann setzt man sich mit Macht dafür ein, dass das Gute für das Ganze geschieht. Die andere Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Seite der Macht. Er wusste nicht, dass er mein Sohn ist. Ja, die dunkle Seite der Macht besteht aus Angst. Aus der Angst, eine unkontrollierbare Welt nicht kontrollieren zu können und am besten waffenstarrend das Ding irgendwie so in den Griff zu kriegen. Das ist uns gehört, jawohl! Haben wir alles schon mal gehabt in Deutschland. Aber überall anders auch, so ist es nicht. Also ist die grundlegende Frage, warum macht ein Kandidat das? Ist die Frage, macht er es aus Liebe zum Leben und zur Gesellschaft und zu den Menschen und dazu, dass das Gute für alle geschieht? Oder macht er es aus einem zusammenziehenden Gefühl von, er muss es unter Kontrolle behalten, damit er seine Angst irgendwie kontrolliert bekommt? Und so funktionieren die ganzen machtförmigen Strukturen aus dem letzten Jahrtausend. Da wird gegeneinander gearbeitet. Und wofür wir stehen, das gehört hier auch dazu, zu unseren Inhalten, unserer Vision ist, wir sind für eine kooperativ arbeitende Gesellschaft. Wir halten alle Standpunkte für vermittelbar. Und ich habe das auf Sitzungen bei uns gesehen, wo wir stundenlang in Details geredet haben, bis wir uns miteinander vermittelt hatten zu etwas. Das geht nämlich. Das heißt, es geht weg von der Konfrontation hin zur Kooperation, zum Guten für das Ganze. Und diese Motivation, die möchte ich bei jemandem spüren, und hören und am besten explizit gesagt bekommen, den ich wählen kann. Sonst wähle ich den nämlich nicht. Wenn ich merke, der will ja nur seinen Hass ausleben, der will nur auch mal draufschlagen, der will das auch mal kontrollieren, weil er sich so lange hat ohnmächtig Schmerzen zufügen lassen müssen aus irgendwelchen schlimmen Gründen, dann ist das für mich noch kein Politiker, den wir nach vorne stellen können. Also, persönliche Motivation sollte eine dienende Motivation sein. Eine der Partei dienende, eine der Gesellschaft dienende, eine seinen Mitmenschen dienende Motivation, damit es für alle besser wird. Und das möchte ich bei allen spüren, die wir nach vorne schicken. Zusammen mit den Kriterien Kommunikationsfähigkeit nach außen und nach innen, Ahnung von unseren Inhalten, rüberbringen, wofür die Piraten stehen, aber ganz wesentlich die reine Motivation. Weil nämlich in der Wahrnehmung auch der Bürger draußen, wenn sie jemand zuhören, so das erste Gefühl ist, ist das ein Wohlmeinender oder ist das einer, der irgendeine versteckte Agenda hat, wo man nicht so genau weiß, ob der nicht seine Kumpels und Freunde irgendwie in Macht und Brot bringen will oder Waffen verkaufen oder irgend so einen Scheiß. Ne? Ist der authentisch glaubhaft darin, dass er das Gute will?
Darum geht's.